Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem kleinen Minecraft-Adventure-Spiel. Ja, wir spielen hier zusammen mit dem Martin. Moin! Die Adventure-Map Ocarina of Time von Zelda. Und Martin wird uns einmal die Regeln vorlesen. Ja, also der Ersteller, der erlaubt Cheats, um den Tag und die Nacht zu switchen und auch den Regen auszustellen. Das mache ich mal kurz. Das ist halt die Zelda Ocarina of Time Adventure Map. Es wird von Level zu Level schwerer. Die Plätze sehen zwar nicht genau gleich aus, aber er hofft, dass sie das gleiche Feeling verbreiten. Ja, das Ganze ist eine... wie heißt es? Ja, ein Rebuild von der Ocarina of Time Spielszene. Es ist, glaube ich, eine Singleplayer-Adventure-Map, aber wir spielen jetzt zusammen und ja, dann würde ich mal sagen, Action. Bin eigentlich eher so ein Noob in so Jump-and-Run-mäßigen Sachen, aber wir werden uns jetzt auch TP'en, weil Martin irgendwie nicht im Bett schlafen kann. So, dann haben wir schon das erste Level geschafft. Willst du vorlesen? Mir egal. Please note that if you want to play... Also wir sollen sagen, dass wir die Map gespielt haben, das sollen wir irgendwo markieren. Und jeder soll die Map spielen können. Jetzt sollen wir auf normal stellen. Ja, jetzt Stage 2. Was heißt das? Das verlorene Holz? Die verlorene Holzmaske? The Lost Woodsmate, das bedeutet das verlorene Holzlabyrinth, glaube ich. Sind wir im Holzlabyrinth und wir dürfen keine Blöcke zerstören. Turn back. Also Schwierigkeitsstufe habe ich vom Server auf eigentlich schon angestellt, die Monster. Also ich habe es jetzt gerade nochmal auf Easy gemacht, aber die müssten eigentlich spawnen. So, jetzt sind wir hier im Labyrinth. Ah, du hast den Mikrofon. Ich bin schon draußen. Stage 3. Steht hier irgendwas? Karikodors steht da. Empty Poilers. Hier also nicht. Ich würde sagen, die Türen lassen wir offen, wo wir schon drin waren. Wie sieht's hier aus? Achso, wir müssen einen Knopf, glaube ich, finden. Ich hab eine Tür gefunden. Kommen wir ganz rechts rein. Okay. Wo bist du? Ach da. Ganz rechts, da geht's lang. Mhm. So, was ist jetzt? Stage 4. Kokosfenze. Dann geht's, glaube ich, runter. Nice, da ist ein Chicken. Das Ei kann ich nicht nehmen. Schade. Das ist, glaube ich, auch so eine Art Labyrinth hier. Oh, hier geht's nicht. Finde ich übrigens sehr cool gemacht hier. Das mit den Häusern und so, das sieht sehr nice aus. Da können wir auch nicht rein, oder? Nee, leider nicht. Windmill Jumps. Windmühle, was ist hier? Remember to double tap. Achso, okay, also wir sollen uns daran erinnern, dass wir mit W weiter springen können. Und hier geht's hoch. Oh, ich fall schon direkt runter. Du scheiß nur. Das Dumme ist, wenn ich jetzt sterbe, muss ich ganz von Anfang an nochmal spielen und ich würde sagen. Mach doch TP. Genau, dann TP'en wir uns. Weil das wird dann, glaube ich, zu lange. So. Oh, ich habe immer bei solchen Sachen richtig. Habe ich immer richtig angespannt, weil wenn ich nicht mehr verdrücke, falle ich immer runter hier. Nein! Ach, Dreck. Nein, also, ich bin fertig. Ja, ich... Ach, warte. Ach, bei mir hapert schon den ersten Leiter. Pass auf, einfach um dich noch ein bisschen zu ärgern, werde ich das gleich nochmal machen. Ich gehe das alles nochmal zurück. So. Fahr hier mal kurz runter und mach das Ganze nochmal. Mal also, sehen, wer zuerst fertig sein. Springen, das wusste ich natürlich nicht. Dachte, ich musste anders hochspringen. Okay, ja, ich hab mich gerade den falschen Block genommen. Und ich bin fertig. Ah, scheiße jetzt. Was ist jetzt ja gemein. Wir müssen da runter. Hier runter. Du bist ja schon so ein Adventure. Nein, ich habe noch nie eine Adventure Map gespielt. Also. Ich muss ehrlich zugeben, das ist meine erste Adventure Map, die ich spiele und die ich zerstöre mit TNT. Beziehungsweise wo ich cheate, weil ich keine Lust mehr hab. Was hier? Stage 6 des Mountain Climb. Todesberg rennen oder klettern. Je nachdem, weil das ist hier nicht. Was ist das denn hier? Ich glaube, hier sind Fallen. Da ist irgendwo ein Knopf hinter. Glaube ich. Nein? Das habe ich auch.
Lettern, wie es auch. Ich glaube, das ist richtig mies, wenn man, wenn man. Wenn man runterfällt, ist man tot. Nee, wenn man wenn man Hunger hat. Stimmt. Oh, Aber hier ist ein die Safe Adventure Room. Map ist ja auch schon relativ alt. Ich mach kurz Nacht. Das heißt, vielleicht. Wann ist denn das Essen eingeführt worden? Weiß ich gar nicht, ich glaube. Kannst du dich hinlegen? Okay, Ja. sehr gut, dann können wir schlafen. Und dann können wir auch sterben. Und haben dann voll Hunger. Ich weiß gar nicht, wann dies mit dem Hunger eingeführt wurde. Ja, auf jeden Fall mit Double Tap hat er doch schon geschrieben am Anfang. Stimmt. Das heißt, die ist wahrscheinlich geupdatet, die Map. Okay. Ich lasse dich mal vorgehen. Weil damit wir uns hier nicht verkeilen. Okay, ich bin auf dem. Oh, das war easy, finde ich. Oh. Volcano Dive. Volcano Dive. Oh. Okay. Oh. Das war knapp. Oh. Okay, was jetzt? Ja, das ist richtig fies. Okay, aber die Zone. Okay. Nein! Nein! Ach, ich muss nochmal. Soll ich mich zu dir hochporten oder soll ich das nochmal machen? Was meinst du? Ach, mach normal. Einmal kannst du Okay, noch einmal versuchen. mache ich es noch, einmal mache ich es noch. Wenn ich dann beim ersten Mal wieder schaffe, dann habe ich es bewiesen, dass ich es kann und dann porte ich mich beim nächsten Mal. Okay, das nächste Mal kann ich mich porten. Ich habe es beim ersten Mal geschafft. Hast du schon geschafft? Okay, dann. Schau dir noch ein bisschen zu. Na, oh, das gibt's doch nicht. Boah, Junge, was kannst du überhaupt? Ja, jedenfalls nicht über die Lava-Dinger. Aber das ist dann. Dann rushen wir die Adventure Map wenigstens nicht durch und können sie genießen. Aha! Oh, bin ich blöd! Jetzt so langsam ist echt peinlich. Jetzt ist es ja auch schon spät. Ja, es ist 11 Uhr, es ist schon spät. Es ist nicht mal 11. Bist du deine Mutter? Ach, Wasser. Okay, wo muss ich raus? Da muss ich raus. Oh, was ist das denn? Ey, sterbe ich jetzt? Oder überlebe ich das? Also ich brenne auf jeden Fall. Das überlebe ich nicht. Mann, das gibt's doch nicht. Ey. Junge. Oh Gott. Und da ist er schon wieder gestorben. Ich muss mich konzentrieren, ich bin jetzt schon wieder nicht mehr konzentriert. Geh jetzt nochmal Konzentration. Okay. Gut, jetzt nochmal hier. Sprinte doch einfach. Ja, da bin ich hier hinten rüber. Ah, okay, so geht's. Ich bin das letzte Mal eben hier rüber runtergefallen. Wie komme ich jetzt hier hoch? Einfach hochhüpfen, ne? Ja, aber nicht verkacken. Wie hast du das denn? Wie bist du denn da hochgehüpft? Wie hast du das gemacht? Ich bin hochgesprungen. Einfach gesprungen. Ja. Boah. Ich will ja nicht cheaten. Wir machen übrigens, das kann ich ja kurz hier mal erwähnen, während ich hier rumhüpfe. 10 Minuten Parts, ich weiß nicht, wie lange die Adventure Map geht, ich habe mir auch kein Video vorher angeguckt, ich habe nur mal gesucht im Internet nach gut bewerteten Adventure Maps und da kam das dabei raus und dachte ich mir, ja, spielen wir es zu zweit. Auch nicht irgendwie angespielt. Deswegen mache ich einfach 10 Minuten Parts und dann der letzte Part, da wird die Adventure Map einfach gesprengt. Ah, so geht's, okay. Ich glaube, irgendwann wird Kai mal ein Pyromane. Da bist du ja endlich. Moin. Okay, los. Also wie gesagt, immer 10 Minuten Parts und dann mal sehen. Stage 10, Zoras Over and Under. Warte mal, wo müssen wir jetzt lang? Ich glaube hier ins Wasser, oder? Ja, vermute ich schon. Also Over and Under, das heißt, man muss mal hoch rüber und einmal runter. Hier kommt auch nicht durch, das ist zu flach. Wir müssen das andere. Gut, hier müssen wir rüber und dann danach müssen wir drunter. Also hier runter. Genau. Okay, dann hier wieder hoch wahrscheinlich. Hier wieder hoch. Ja, und dann. Wir kommen weiter hoch. Was ist da? Da sind Holzstämme. Okay. Ah, du bist hier durch dieses Loch gegangen. Naja, ich bin durch. Ja, ich bin auch da. Das war
Was ist hier? To the throne. Zum Thron. Oh Mann. Sorry for, ich kann das nicht lesen, stehst du? Being so rocky, but I had to do it. Stage 11, Sora's River Jump or Swim. Springen oder schwimmen? Du kannst. Achso, du bist durch den Wasserfall. Ich bin außen rum gelaufen. Ah, ich bin jetzt hier. Und warte mal, da steht was. Okay, forgot what I said about them getting harder. As it goes on, because it's not true. Some might be hard and some might be easy. And yeah, and don't fall into the lava, because that means you failed. Okay, nicht ins nicht ins Wasser. Und er meint auch, dass es jetzt irgendwie. Oh fuck, ich kann nicht mehr sprinten. Ich kann nicht mehr sprinten. Soll ich uns Essen geben? Weil hier gibt's ja kein Essen. Ja, mach mal. Slash give. Wer ist denn die Nummer vom Essen? Keine Ahnung, mach doch einfach Soup oder. Nee, Soup ist doof. Beef. The potato, baked potato. Ist das erstmal. Ja, ist jetzt zwar nur rohes, aber hey. Ich habe ja noch volles Leben. Ich denke mal, wenn die Zuschauer auch kein Problem mit haben, wenn wir das jetzt uns sozusagen cheaten. Weil anders ist es ja nicht mehr möglich, außer du stirbst und du kannst hier gerade nicht sterben, weil das Wasser hier nur ein Block hoch ist. Alter. Jawohl, geschafft. Zwei Blöcke hoch. Jetzt verkacke ich ja ganz schön. If you don't have the Mario's Craft Texture Packs, this next stage will be. Das heißt, wenn wir das Texture Pack nicht haben, wird die nächste Station useless. Nicht witzig oder so. Stage 12. Was steht da? Worthless, nutzlos. Ja. Dark Cave Pattern. Sieht wahrscheinlich. Ja, komm mal hier rein, das sieht man ja, oder? Du hast das Texture Pack auch nicht drin. Ich hab das normale. Also. Ja, und ich hab das Chrome Hills, wie eigentlich immer. Kannst du da runterspringen? Ja. Was ist hier? Nix. Ich denke, das ist dann einfach hier ganz dunkel nur gemacht, dass man sich hier verirrt. So, was ist hier? Safe Room. Stage 13. Warte, erstmal hier. Night. So. Und Freunde, ich würde sagen, wir machen auch hier erstmal einen kleinen Cut. Ja, bis zum nächsten Part. Jo, viel Spaß. Bis dahin. Ciao, ciao.